Formlosigkeit. Das, was keine Form hat, ist formlos. Im Vedanta spricht man von der Formlosigkeit Gottes. Im Bhakti-Yoga sagt man, man kann Gott verehren mit Form oder ohne Form. Gott ist in Wahrheit ohne Form. Die Formlosigkeit Gottes ist eine der Grundprinzipien im Yoga Vedanta. Aber weil Gott jenseits aller Formen ist, können wir uns Gott auch so vorstellen, wie wir wollen. Gott nimmt jede Form an, in der wir ihn verehren wollen. Es gibt in Wahrheit auch nicht Gott, sondern ein göttliches, eine höchste göttliche Wirklichkeit, die jenseits aller Vorstellungen ist.